Hello and good morning. Es ist wirklich noch morning. Ich habe mir gedacht, nee, ich mache mich jetzt nicht immer vor allen Videos, wenn ich so Vlogs mache, mega fertig, weil ich finde, das schafft so ein unrealistisches Bild. 90% meiner Zeit im Homeoffice, wenn ich kein Social Media Content erstelle, sehe ich so aus. Ich hasse es, wenn auf Social Media so Fake Realities entstehen, dass man immer denkt, die Leute haben immer ihre Haare schön gemacht, die Leute haben immer schön Make-up drauf. Nee. This is the reality. Falls du mir auf Instagram folgst, dann habe ich dich in letzter Zeit eventuell ein bisschen neugierig gemacht. Falls du es verpasst hast, schau gerne auf meinem Instagram vorbei und schau dir meine Stories an. Ich habe nämlich des Öfteren mal geteasert, dass wir ganz eventuell hier diese Wohnung gekündigt haben, ganz eventuell uns so ein bisschen aufmachen zu neuen Ufern. Und ich glaube, es wird Zeit, dass ich jetzt mal so ein bisschen mehr Infos teile, was wir. Wenn ich wir sage, meine ich mein Freund und ich, so hinter den Kulissen die letzten Monate geplant haben. Bisschen Background-Infos und so weiter. Aber ich würde sagen, dass ich heute im Laufe des Tages mal meinen Freund dazu hole und wir das mal so ein bisschen zusammen besprechen, weil finde ich irgendwie ein bisschen cooler und ihr seid bestimmt auch neugierig, wer mein Freund ist, was der so macht und so weiter. Deswegen gibt es dazu heute auf jeden Fall die Lösung, beziehungsweise so ein bisschen Aufklärung und Input. Wir haben auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, unsere Wohnung zu Ende Februar gekündigt. Vielleicht siehst du, ich weiß nicht, ob du es gerade im Hintergrund siehst, auch schon erste Möbelstücke, die gerade irgendwie im Flur stehen, weil wir die gerade schon über eBay verkauft haben. Und es wird auf jeden Fall eine Menge, was wir jetzt zu tun haben. Aber warum, wieso, weshalb, das folgt im heutigen Video. Ich werde mir jetzt aber erstmal meinen Laptop schnappen und ein bisschen Weiterbildung machen, weil das steht schon viel zu lange auf meinem Programm, dass ich mich um so einen Kurs kümmere, den ich vor Ewigkeiten mal gekauft habe und das jetzt auch wirklich mal mache. Das ist immer so ein schönes Lesezeichen, aber ich finde es ja selbst auch cool aus Sicht einer Kurserstellerin, wenn Kunden meinen Online-Kurs irgendwie auch bearbeiten und mir Feedback geben, ob der gut war oder nicht und so weiter. Deswegen, ich muss mir das jetzt mal angucken und heute wird so ein bisschen Weiterbildungstag. Das mache ich jetzt mal und guck mal, weil mein Freund dann gleich mal Zeit hat, dass er mal hier mit runterkommt, damit wir ein bisschen über dieses Thema hier quatschen können. Draußen so richtig krass stürmisch, so richtig Schleswig-Holstein-Wetter und so fühle ich mich auch so ein bisschen. Ich glaube, TMI, ich kriege meine Tage und bin so richtig so, nee, heute ist nicht so mein Workflow-Day. Also ich bastel gerade, ich habe eben ein Modul in diesem Online-Kurs gemacht. Ich habe tatsächlich einen anderen Online-Kurs gemacht, als ich eigentlich machen wollte, weil ich habe zwei, die gerade so ein bisschen offen sind und der eine beschäftigt sich mit Finanzen und der andere mit so ganzheitlicher Gesundheit und den fand ich heute irgendwie passender. Deswegen habe ich gerade was über das Cortisol und Oxytocin-Level im Körper, das auf Englisch, ich weiß nicht, wie die Sachen auf Deutsch heißen, gelernt. War ganz spannend. Ich finde es auch immer spannend, in andere Memberships von Leuten reinzugucken, weil ich ja, also es ist tatsächlich gar kein Online-Kurs, das ist eine Membership, wo monatlich irgendwie neue Inhalte kommen, weil ich ja selbst auch meine Membership habe und dann immer natürlich auch mal gern gucke, wie andere so gewisse Dinge machen, wie da so der Kundenbeziehungsprozess abläuft. Also für mich ist immer einerseits geil, weil ich halt das Wissen habe, aber auch, weil ich so ein bisschen mit der Businessbrille drauf gucken kann, was ganz hilfreich ist. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, stress dich nicht so in deinem Business, dass du jeden Tag voll performen musst. So, ich habe jetzt diese Woche manche Tage gehabt, wo ich richtig geil produktiv war, irgendwie voll viel geschafft habe. So mein Get-Shit-Done-Day hatte ich Anfang der Woche. Falls du das Video nicht geschaut hast, verlinke ich dir das hier oben nochmal. Ich habe voll viele YouTube-Videos gefilmt und heute ist so ein Tag, wo ich einfach jetzt gerade so ein bisschen in Canva vor mich hinbastel, ein bisschen was an meiner Website mache, aber jetzt irgendwie nicht gerade krassen produktiven Tag habe und ich glaube auch nicht, dass ich dieses Gammel-Outfit heute verlassen werde. So what? Gibt auch solche Tage und genießt es doch, dass du dir in deiner Selbstständigkeit solche Tage gönnen kannst und denk nicht immer, ja, aber eigentlich müsste ich ja heute jetzt das und das machen, weil andere Menschen, die im Büro sitzen, machen ja auch das und das. Du hast dich doch bewusst dagegen entschieden, dass du diesen Bürostress haben willst. Also chill and enjoy it. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal hier den guten Herrn dazu geholt. Willst du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin Marco und ich bin der Freund von Isabel. Awesome. Marco hat auch vor, einen YouTube-Kanal zu starten. Der kann jetzt hier schon mal richtig üben. Soll ich den in der Infobox verlinken oder lieber nicht? Kannst du machen. Okay. Dreht sich um Technikgedöns, wo ich keinen Plan von habe. Aber falls irgendwer sehr IT-Software-Development-affin ist, schaut euch den Kanal gerne mal an. Aber so, what are the plans? Erzähl mal. Ja, wir haben die Wohnung gekündigt, 28.02. Ich habe auch meinen festen Job gekündigt, 28.02. Ja, und dann sind wir noch mal ein bisschen im Urlaub.
Und dann geht's ab dem 13.04. Mitte Weiter in April. Urlaub. Ja, aber das ist dann kein Urlaub mehr, sondern ja, Digital Nomad Life. Also genau, wir fliegen nach Thailand. Ich werde auch noch mal ein Gewerbe anmelden, wie easy. Und ja, mache mich dann halt mit so Softwareentwicklung selbstständig. Genau, also wir hatten eigentlich vielleicht das dazu zum Hintergrund 2020 schon mal so ein bisschen eine Weltreise vor. Da sind wir, hattest du ein Sabbatical genommen? Ich hatte Ja. meinen Hauptjob damals gekündigt, der war eh kacke und ich wollte da eh raus. Und sind dann Mitte Februar 2020 los, hatten auch voll die geile Zeit und waren dann aber Mitte März dank Corona zurück. Ja. War irgendwie ein bisschen unpassend. Marco konnte dann damals in seinen Job Gott sei Dank zurück. Ich habe dann diese ganze Selbstständigkeitsreise hier irgendwie so ein bisschen begonnen. Also im Nachhinein bereue ich es nicht, weil es mich jetzt hier an diesen geilen Punkt gebracht hat. Aber wir haben gesagt, wir wollen das Ganze jetzt nochmal starten. Und Marco hat schon lange überlegt, ob er sich auch selbstständig macht oder nicht. Und es war jetzt so ein bisschen der Ja, Punkt, wo einfach mal ausprobieren, einfach einfach mal mal machen. ausprobieren. Das klingt jetzt so, als wärst du so voll entspannt mit Veränderungen. Ja, Hat bin ein ich bisschen auch. Bin ich gedauert. auch. Mittlerweile ja. Ja. Und wir sind ja vor knapp einem Jahr erst hierher gezogen, aber Dorfleben ist nice, an der Ostsee leben ist auch schön, aber wir haben hier oben echt gemerkt, wie schwer es ist, neue Freunde zu finden, wenn man in einem Alter von so Ende 20 ist und noch keine Kinder hat, weil alle jungen Leute, die hier wohnen, schieben schon Kinderwagen vor sich her, was ja nicht heißt, dass die Leute nicht nett sind, aber man hat dann halt irgendwie nicht so viele Gemeinsamkeiten, wie wir mit anderen Freunden aus Hamburg zum Beispiel noch haben. Deswegen hängen wir jetzt nicht so an diesem Ort und haben gesagt, hey, bevor wir jetzt hier irgendwie schon so richtig alt und allmannmäßig werden, wollen wir noch mal raus. Wir wissen aber nicht, ob wir uns so langfristig in Deutschland sehen, aber das ist noch so Zukunftsmusik. Das wird noch geplant Ja. und ausdiskutiert. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Wir sind da ziemlich on the same page. Ja, aber ich meine, wohin? Ja, das stimmt. Ja, Marco möchte gerne nach Australien. Ich fände Portugal ein bisschen näher dran und schöner. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben auch tatsächlich gar kein Enddate. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir gehen jetzt erstmal nur für 3 Monate weg oder so. Wir werden das so machen, dass wir uns bei unseren Eltern wieder anmelden. Alle Möbel, so gut es geht, entweder verkaufen oder bei unseren Eltern unterstellen. Die freuen sich, dass ihre Keller voll werden. Und dann ziehen wir einfach los. Und gucken, wie lange wir bleiben, wo bleiben. Genau, also wir haben April Thailand, also so bis Sommer haben wir Asien geplant, Thailand, Bali und vielleicht Vietnam nochmal. Wissen wir noch nicht, Philippinen, wir sind da relativ open. Und langfristig ist aber das Ziel, dass wir schon nochmal länger auch Australien und Neuseeland machen. Es soll aber nicht so ein reines Travel-Ding werden, sondern wir wollen auch schon arbeiten, aber halt irgendwie so einen geilen Lifestyle haben. Und das Coole jetzt im Vergleich zum letzten Mal ist, dass ich zumindest Gehalt habe. Bei dir kommt das mit der Ja, Selbstständigkeit. da ist auch schon was auf dem Weg. Ja, aber das ist halt super cool, dass man irgendwie von unterwegs aus auch arbeiten kann und es nicht mehr so hat, so, yo, ich mache jetzt mal so ein Sabbatical und es ist so komplett anders als meine Realität, sondern man schafft sich einfach mehr so einen neuen Alltag. Wir wollen auch länger immer an einem Ort sein. Also wir haben jetzt erstmal für Chiang Mai für einen Monat in Thailand ein ganzes Airbnb gebucht, weil irgendwie wir uns das schon, oder bei mir. Wichtig, dass man so eine gewisse Routine hat und so ein Space hat, wo man sich auch mal zurückziehen kann, wo man mal durchatmen kann, wo man mal wieder auf Batterien aufladen kann und sowas, sich wohlfühlt. Ja, und das ist so der grobe Plan. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ihr dürft uns gerne folgen. Marco auch gerne auf seinem YouTube-Kanal, damit er von seinen 8 Abonnenten mal ein bisschen hochkommt. Aber nur, wenn euch das Thema auch wirklich interessiert, weil sonst bringen ihm die Abonnenten nichts. Dann denkt der Algorithmus, warum guckt sich kein Abonnent dieses Video an, was er da jetzt neu Ja. rausgehauen hat. Ihr könnt uns super gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, das mal in die Kommentare schreiben. Ich fühle mich gerade, als wären wir so ein Influencer-Couple Sind wir sonst. aber nicht. Nee. Ihr könnt auch gerne Wollen wir auch schreiben, nicht werden. nee, genau, aber so, ob ihr mal Interesse hättet, dass wir euch auf Reisen so ein bisschen mitnehmen. Ich hatte gedacht, vielleicht. Also mein YouTube-Kanal läuft ja trotzdem weiter, aber ich hatte überlegt, ob ich pro Land vielleicht einmal so ein Week in my Life-Video mache und so ein bisschen zeige, wie das aussieht oder sowas. Aber ihr werdet das sicherlich mitbekommen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da werde ich auch einiges teilen. Und ja, das war erstmal das Update mit dir. Ja. Bist frei. Okay, ich gehe dann. Ciao. Danke. So, Friends, jetzt habt ihr mal meinen Freund gesehen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche
Fragen zu diesem Ganzen habt, vielleicht auch zum Thema Organisatorisches, wie man sowas angeht, um was man sich kümmern muss und so weiter, falls der ein oder andere von euch vielleicht auch überlegt, sich irgendwann mal so ein bisschen als digitaler Nomade auszuprobieren. Wir sind wirklich, also wir gehen so richtig offen an das Ganze ran. So, wir sind irgendwie überhaupt nicht so, dass wir uns Sorgen machen oder Fragen stellen oder Ängste haben, sondern wir sind einfach so, wenn uns das gefällt, machen wir das Open End, solange wir Bock haben. Wenn wir nach 3 Monaten merken, ey, ist überhaupt nicht unseres, wir hassen das, gar kein Zuhause zu haben und keinen Alltag zu haben, dann kommen wir halt zurück. So, wir werden hier eh langfristig ausgezogen, dann suchen wir uns halt irgendwo in Deutschland eine Wohnung. Vielleicht ziehen wir dann mal nach Bayern, vielleicht ziehen wir dann nach Lübeck irgendwo an die Ostsee, was ein bisschen näher an Hamburg ist als hier oben in Flensburg. Also wir sind so voll Open End. Aber falls ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Falls ihr sagt, ey, das und das von Reisen, von unterwegs würde mich mega interessieren, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Wir verlassen diese Wohnung hier Ende Februar, haben dann im März tatsächlich noch einen Skiurlaub mit Freunden und wissen noch nicht so richtig, was wir den Rest des März machen. Vielleicht geht's nach Portugal. Wir sind da gerade so ein bisschen am Planen. Wir sind auf jeden Fall Anfang April nochmal hier, weil Markus Papa da 60 wird und ich Anfang April auch schon länger so einen Wochentrip mit meiner Mama nach Schottland gebucht hatte. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch hier passieren. Und dann stand jetzt, düsen wir Mitte April Richtung Thailand und freuen uns einfach mega. Wir fliegen nach Chiang Mai. Ich war schon öfter in Thailand und also so diese klassischen Phuket, Krabi und so weiter kenne ich. Ich bin ja übrigens auch Fun Fact gelernte Tourismuskauffrau, also ich kenne mich auf der Welt ganz gut aus, habe lange im Reisebüro gearbeitet und finde es cool, jetzt so ein paar Hotspots mal abzuklappern, wo wir noch nicht waren. Und unser Ziel ist auch gar nicht so dieses, oh mein Gott, ich will so krank viel sehen und ich will jeden Strand der Welt mitnehmen, sondern unser Ziel ist es eher so ein bisschen, sich einen coolen Alltag einfach mal an anderen Orten aufzubauen. Also dann einfach mal vier Wochen irgendwie hier sein, 4 Wochen da sein, dann mal irgendwie in Neuseeland hätten wir schon Bock auf so ein bisschen Camper-Van-Life. Keine Ahnung, wir machen es einfach, go with the flow ist dieses Jahr unser Motto. Aber falls dir das Video gefallen hat, wie immer gern einen Daumen nach oben. Ich werde jetzt hier nicht mehr so viel machen, weil ich habe meine Tage bekommen, fühle mich gerade so richtig und werde jetzt einfach, glaube ich, auf der Couch chillen, noch ein bisschen aufräumen, weil wir morgen Besuch von Freunden bekommen und noch ein bisschen hier bei E-Mail Sachen reinstellen und all so ein Gedöns. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Falls du es noch nicht gesehen hast, ich habe ja auch gerade so eine ganze Videoreihe zum Thema eigene Membership starten hochgeladen. Schau dir das auch mal an, falls du da Interesse dran hast. Und sonst findest du wie immer alles zu meinen Produkten und so weiter in der Infobox. Gerne meinen Kanal abonnieren und Kommentar hinterlassen, habe ich glaube ich schon gesagt, und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschö!